Mord ist ja Hobby. Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück. Wir gucken kurz in die Notizen, um uns auf den letzten Stand zu bringen. Kapitel 7. Andy hat bestätigt, dass er in Peters Todesnacht einen Kreditvertrag mit Mick Foley ausgehandelt hat. Ferner gestand er, vom Marineforschungslabor eingestellt worden zu sein, um an Peters Stelle Daten zu sammeln. Klammer auf, da hat er wohl seine Meinung geändert. Klammer zu. Ich fand eine von Peters Bojen auf Andys Boot, zusammen mit einem Klemmbrett aus dem Forschungslabor. Also, bisher ist Billy ja der Begünstigte, der also das Boot erbt und allen den kompletten Nachlass. Und dieser Andy, ja gut, der hat sich jetzt die Stelle geschnappt und... Aber da ist dann doch das Motiv des Billys größer, den ganzen Nachlass zu erben. It looks like Andy Windus is your new assistant on your research project. I know that replacing him so fast may seem inappropriate in light of Peter's death, but I had no choice. Any lapse in the data collection could ruin a whole season's worth of research. Why are you repainting one of Peter's buoys into Andy's colors? Easier to repaint it than refit another buoy with a new transmitter. Ach so. Anmalen ist einfacher als einen neuen Sender dran zu machen. Nö, ergibt sogar Sinn. So, was fehlt noch für ein Buchstabe? O und U. Da haben wir das U und wir brauchen noch das O. Jetzt finde ich sogar das O nicht. Er sieht aber wieder aus hier wie wirklich wie eine Rumpelkammer. Kann er nicht mal aufräumen. Das muss ihm dann beim letzten Mal peinlich gewesen sein, als wir hier waren. Jetzt ist er schon wieder da. Wir suchen ein Seepferdchen als allererstes. Oder als allerletztes, je nachdem, wie man die Liste liest. Seepferdchen ist bestimmt auch wieder 2 cm groß. Hier habe ich übrigens eine Muschel liegen, die klicke ich mal an. Die brauche ich diesmal nicht. Auch wieder so weiß. Weiß auf weiß. Wie die ostfriesische Fahne. Weiße Adler auf weißem Grund. So, das bringt mich jetzt aber gar nicht weiter, was das Seepferdchen angeht. Da ist ein Seepferdchen. Kugelfisch. Mein Gott, ich suche jetzt nur Fische hier, oder was? Du bist kein Kugelfisch, du bist eine kleine Quiekeente. Brauche ich dich? Ja, dich brauche ich auch. Dann nehme ich dich mal mit. Blutfleck. Oh, oh. Jetzt wird's aber kriminell hier. Ein Blutfleck im Labor. Es sieht so aus, als ob hier jemand versucht hat, Blut vom Boden wegzuwischen. Das hat er ganz toll hinbekommen. Zahnstocher-Schachtel. Wahrscheinlich die hier, oder? Billy kaut immer auf Zahnstochern herum. Bedeutet das, er war in der Nacht, in der sein Onkel ermordet wurde, hier? Wie kommt sie denn jetzt da drauf? Nur weil hier Zahnstocher stehen? Das ist jetzt ja nichts Ungewöhnliches, oder? Liebe Jessica Fletcher. Was Sie sich manchmal denken. Ist das ein Kugelfisch? Nein, natürlich nicht. Kugelfische, das sind doch diese... Hier, genau, diese aufgeblasenen. Wollte ich auch gerade sagen. Piratenhut. Arrrr, Piraten. Pinsel. Pinsel, Pinsel, Pinsel. Vielleicht hier irgendwo bei den 1000 Sachen. Das ist eine Zahnbürste. Ah. Ah, Pinsel. Saugglockengriff. Also das wahrscheinlich, oder? Den schatz mal in die Saugglocke rein. Was mache ich jetzt mit der Saugglocke? Das Becken leeren. Das hier. Warum mache ich sauber? Warum? Ich verstehe es nicht. Sheriff, es sieht so aus, als ob sich hier auf... Als ob sich auf einigen Glassplittern Blut befindet. Ja. Wenn wir sie wieder zusammensetzen können, müssten wir herausbekommen, welches Teil hier zu Bruch ging. Hurra, Rätsel. Ziehe die Teile nach rechts, um die Glasscherben von unten nach oben zusammenzusetzen. Okay. Das ist doch kein Problem. Passt du dahin? Ja, du passt dahin. Könntest du dahin passen eventuell? Oder auch nicht. Lass uns mal einen Tipp geben. Ziehe die Teile vom Tablett, um die Glasscherben von unten nach oben zusammenzusetzen. Ach so, ja, das ist kein Tipp, das ist einfach nur die Tätigkeitsbeschreibung. Das passt auch nicht, aber das könnte passen. Ja, sehr schön. Jetzt brauchen wir ein bisschen was Abgerundetes. Das könnte dahin passen.
Ja, ich überspringe das jetzt mal nicht. Das machen wir mal hier. Das ist lustig. Naja. Das macht natürlich keinen Sinn, dass das da nicht hinpasst. Ist ja wohl klar. Das passt so auch nicht. Okay, konzentrier dich. Nee, das passt nicht. Das passt dahin, natürlich. Wenn nach 30 kommt 40. Und nach 40 kommt 50. Nach 50 kommt... Na? 60. Ach, da passt das hin. Okay, dann passt du dahin. Ja, aber so passt das dann genau. Wohnt hier jemand? Ja, das ist doch die Tatwaffe. Das ist doch die Tatwaffe. Hat doch der Sheriff gesagt, beziehungsweise der Coroner, dass er von einem... ja, von so einer tubenartigen Gegenstand erstochen wurde. Dann wird das wohl die Tatwaffe sein. Tja, Mr. Young, da haben Sie jetzt aber Erklärungsprobleme. Wie kommt denn hier die Tatwaffe hin? Wie erklären Sie sich das, Mr. Young? Mr. Young, Sie sind festgenommen. Ha! Der obere Teil ist sicherlich scharf genug, um als Mordwaffe zu dienen. Dass man so ein Reagenzglas als Mordwaffe nimmt, ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber okay, 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 ich will da nichts sagen. Passt schon. Jetzt mal die Brille einsammeln, dann die Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Scheiße über Herne. Anspitzer. Anspitzer. Lass uns mal einen Tipp geben. Aha. Hochinteressant. So, Zahnbürste, die habt ihr gerade schon gesehen. Stethoskop liegt hier auf dem Boden. Jetzt brauchen wir noch den Anspitzer, den lassen wir uns als Tipp anzeigen. Da ist er. Achso, so ein Tischanspitzer, so ein Riesending. Ja. Sowas kann sich ja kaum einer leisten. Schön. You got an explanation for the blood on these shards of glass, Mr. Young? It's simple enough, Sheriff. I dropped a glass cylinder and cut myself when I went to pick up the pieces. And I have the bandage to prove it. So when was the last time Peter visited your lab? It had been a while. I usually went by his boat to pick up his data. Hope you don't mind, but I need to get back to crunching numbers. Blood on the floor and on a possible murder weapon? Seth certainly has his work cut out for him. I'll have him check the blood against Greg's to see if his story checks out. Jawohl. Sheriff, I'm pretty sure that Billy Hammond was here at the lab the night Peter was killed. If he has a good explanation for that, I'd like to hear it. Ja, das ist eigentlich genau das, was ich schon so vermutet hatte. Müssen wir jetzt wieder auf die Cornelia? Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wir müssen jetzt zu dem Seth und dann so ein bisschen Blutuntersuchung machen, DNA-Abgleich und so. Naja, gehen wir zur Cornelia wieder. Sheriff, Mrs. Fletcher, what can I do for you? You can tell us what you were doing at the Marine Research Lab the night your uncle was killed. What? I was never there. I'm afraid you were, Billy. We found the toothpicks you're always chewing in a wastebasket there. Okay, okay, maybe I did go there. I knew Peter was heading that way and I needed to talk to him. About what? About getting a better percentage. Lately, his catches had been better than average, and I figured I was entitled to more. But when I finally got up the courage to ask him for a raise, he fired me on the spot. And what about his promise to leave you the boat? He said I'd never inherit the Cornelia. So you killed him, right? No. I mean, I lost it and knocked his lights out, but I sure didn't kill him. What happened after that? Nothing. I just left him there. I have no idea how he ended up back on the Cornelia. Sheriff, if what Billy says is true, then someone else stabbed Peter and killed him. Maybe so, but his motive is hard to ignore. Billy, do you have any idea what sort of numbers Peter was recording for his lobster catches? Low for most of the season. But then a couple of months ago, we started getting lucky and began catching a lot more. Also, es steht ja fest, dass er woanders umgebracht wurde, weil hier ja zu wenig Blut war.
Das heißt, dass er eventuell in dem Labor umgebracht wurde. Da haben wir ja Blut gefunden. Wir haben die Tatwaffe gefunden. Billy hat ein Motiv. Er war im Labor. Und diesen Greg Young glaube ich nicht. Der hat auch kein Motiv dazu, den umzubringen. Andy hätte natürlich ein Motiv gehabt. Aber das stärkste Motiv hat nun mal Billy. Warum verhaften sie den nicht einfach und stecken ihn in die Gaskammer? Dann haben wir es hinter uns. Er ist doch ganz klar der Mörder. Da brauchen wir noch nicht drüber diskutieren. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Er ist der Mörder. Ich brauche das I. Ich kaufe ein I. Bing, bing, bing. Ich sehe kein I. Na gut, fangen wir mit der Taschenlampe an. Die lag letztes Mal hier oben. Jetzt liegt sie wieder woanders. Ich drehe durch. Wer immer jetzt alles hier durcheinander bringt, ja, den möchte ich mal gerne kennenlernen. Ah, da ist das I. So. Brauche ich immer noch die Taschenlampe. Nehmen wir die. Da liegt sie doch. Bin ich blind? Sauglocke? Sauglocke. Klemmbrett. Das liegt dort. Und der Reisebecher. Moment, wir haben wieder ein bisschen was vorzulesen. Die Zahlen geben dir recht, Billy. Viele Monate mit niedrigen Quoten, gefolgt von einer Spitze. Kann man diese späteren Zahlen als guten Fang bezeichnen? Als sehr guten. Danke für die Antwort, Billy. Reisebecher. Der stand doch sonst immer hier. Jetzt steht er woanders. Na, das ist er nicht. Sieht zwar auch aus wie ein Reisebecher, aber wir nehmen den. Die Schwimmflossen müssen wir finden. Nehmen wir die hier. Ein Eimer. Taucherhelm. Auch easy. Sonnenbrille liegt dort. Montierter Fisch. Der wird ja dann wohl irgendwo... Das wäre zu einfach. Der hängt natürlich nicht an der Wand. Der liegt wahrscheinlich wieder irgendwo in der Ecke rum. Ach doch, hier ist er doch. Da sind dann diese Fische, die singen dann, wenn man vorbeiläuft. Ha, voll lustig. Verbandskasten. Muss auch ein bisschen größer sein, Verbandskasten, oder? Da ist er. Der Rasierklinge, die liegt diesmal hier. Der Golfschläger. Warum sammle ich den Golfschläger ein? Der geht doch nicht als Mordwaffe durch. Auf keinen Fall. Spachtel. Wo finde ich denn hier einen Spachtel? Lass uns mal einen Tipp anzeigen. Ist ja nicht mehr so viel. Eine Falle öffnen. Die Falle öffnen. Ach so. So. Schön aufmachen. Dann nehmen wir uns den Hummer. Was auch immer der Hummer jetzt aussagt als Beweis. Das verstehe ich nicht. Wie kommt das Band an die Hummerscheren? Hat er die irgendwo anders gekauft, die Hummer? Und die dann als Fang ausgegeben? Jemand muss einen früher gefangenen Hummer in die Falle gelegt haben. Jetzt blicke ich gar nichts mehr. Why would someone fill a trap with lobsters that have already been caught? Maybe Jim Price can sort this out. Let's go talk with him. Fragen wir den nochmal. Looks like Jim is out back with some fishermen. Oh, we shouldn't bother him while he's doing business, Sheriff. Let's just take a quick look around the store while we wait. Ja, genau. Schön rumschnüffeln. So, alles hier einsammeln. Zack, zack, zack. Brauche ich noch einen Buchstaben. Sogar noch zwei. Das U habe ich schon mal. Und da ist das I. Montierter Fisch. Wir fangen wieder an mit dem montierten Fisch. Der ist hier, das Friedenssymbol. Peace, baby, peace. Sehe ich jetzt mal so nicht. Vielleicht nehmen wir erst den Suchscheinwerfer. Das dürfte der hier sein. Die Kühlbox. Diese Lampe benötigt bald neue Batterien. Sie muss in letzter Zeit häufig benutzt worden sein. Okay. Sagt mir jetzt so auch erstmal nichts. Da ist das Friedenssymbol. Und ein Korb. Du bist kein Korb, du bist ein Eimer. Also, Korb, 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 Korb. Reinigungsbürste. Ne. Erstmal den Rettungsring. Der müsste ja einfacher sein. Das ist der hier. Die Uhr. Nimm einfach mal die Uhr mit. Schön hier einpacken. Alles, was rumsteht. Ein rotes X. Das ist ein rotes X. Klebeband. Das ist Klebeband. Und ein Seil.
Der Mob, den habe ich doch gerade schon gesehen. Genau, der steht hier in der Ecke. Die Tauchflasche haben wir hier. Mann, jetzt bin ich aber richtig... Boah, läuft. Einmal hier. Den Tank säubern. Welchen Tank? Den hier? Achso, den hier vielleicht. Da liegt ein Hummer drin. Ich werd bekloppt. Dum, 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 dum. Keine große Ausbeute in diesem Becken. Hier ist nur ein Hummer drin. Schau an, die Bänder an den Scheren sind die gleichen wie bei dem Hummer in Peters Falle. Was das wohl zu bedeuten hat? Fragen wir ihn doch einfach mal. What are you doing here? We're closed. We were hoping you could clear something up for us. How's the lobster season been so far this year? Good. Best season we've had in years. But Jim, if the catch has been so good, why are your tanks nearly empty now? And why did you have so few lobsters yesterday morning that you sent me to Peter instead? Well, I... Speaking of Peter's catch, you got an explanation for how a lobster can get into a trap already banded with one of your bands? You were putting lobsters from your tanks into Peter's traps, weren't you, Jim? That's why you have that searchlight, to help you find his traps at night. Okay, yeah, I was. It was costing me plenty, too, since I had to buy them back from him once he hauled them in. Why go through all that trouble? Because my business depended on it. Look, if the Marine Research Lab confirms that there are low numbers of lobsters being caught, the government's gonna start imposing limits on how many lobsters the guys can bring in. And that, in turn, would limit how many you have available for sale. So you stack the deck. Well, that's one way to put it, yeah. I went out after dark, hauled Peter's traps, and stocked them with extra lobsters so that the numbers he reported to the lab looked good. Let me guess. Peter caught you tinkering with his gear, threatened to tell Greg you skewed the data, so you killed him. No, Peter was clueless. Besides, Sheriff, if Jim was successfully stacking the deck, then Peter was worth more to him alive than dead. Okay, but don't take any last-minute vacations. Jim couldn't have put those lobsters in Peter's traps by himself. He would have had to have help from someone with a boat. Yeah, and from the evidence we've seen, I bet that it's Andy who's been doing the helping. Tomorrow we'll have another early morning interview with him. Seth called me last night. He said the blood traces on those broken pieces of glass match Peter's blood type and not Greg's. So he was definitely killed at the lab with that broken glassware? It looks that way. Maybe Greg had a motive we haven't figured out yet. Or maybe Andy made a stop at the lab after he left the Harborside Tavern. Or maybe he and Mick are covering for each other because they killed Peter together. Well, we can ask Andy about it right now. His boat is right over there. Oh, dear. Poor Andy. Looks like someone got to him before we did, Mrs. F. Noch ein Toter. Dum, 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 dum. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber die Schlinge zieht sich zu. Er wurde also auf jeden Fall in den Labor umgebracht mit dem Reagenzglas. Vielleicht hat dieser Greg ja doch ein Motiv, wie gerade schon der Sheriff sagte. Das haben wir bisher aber noch nicht herausgefunden. Und ist diesem Peter eigentlich nie aufgefallen, dass da Hummer in seinen Fallen lagen, die schon diese Bänder drum hatten? Ist ihm nie aufgefallen, oder? War ihm egal? Man weiß es nicht. Egal, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Episode, wenn es dann wieder heißt. Mord ist ihr Hobby. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.